Willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4. Alle Sims sind bereit und stehen zusammen im Haus. Nur mein Timer ist nicht bereit. Jetzt ist er bereit. Hey, hey, ho! Glücklicherweise haben die Sims noch was zu tun hier. Herbie und Chrissy sind voll im koketten, überwahn, kokettmäßigen, oh, voll dabei. Richtig gut drauf. Und jetzt wollen sie aber beide echt mal ins Bett, glaube ich. Also du willst auf jeden Fall mal schlafen. Und ich glaube, Chrissy hier... Die sitzt zwar noch unten in der Sauna und entspannt gerade voll. Oh, ist das geil. Ist das hier voll die Entspannung. Ich schwitze mir hier. Heißt gutes Gefühl, weil geduscht hat. Ja, jetzt geht's ganz fix von ganz unten nach ganz oben ins Haus. Ja, ganz, ganz oben nicht. Ganz, ganz oben steht die Rakete und das Spielschiff. Juhu. Wobei wir gar kein Kind mehr haben für das Spielschiff, ist so das Problem. Die Kinder sind ja keine Kinder mehr. Tja, so, Sophie, du stehst da und tust nix. Das ist eher schlecht. Du möchtest schon gerne mal ein Lied schreiben. Du könntest natürlich wieder Lieder schreiben auf dem Klavier. Ich möchte aber ehrlich gesagt... Ja, komm, ach komm, geh ans Klavier, spiel da. Aber, wir haben doch hier unten dieses wunderbare Mega-Klavier. Guck dir das hier an. Das habe ich ja letztens hier eingebaut. Wir wollen mal hier so ein bisschen Lied schreiben. Mach mal eine wunderliche Weise. Eine, auf wunderliche Art und Weise beweist sich die Weise als Weise. Oder so. Du gehst schlafen und dein Bruder hat Hunger. Steht wahrscheinlich unten in der Küche. Ja, steht vor dem Kühlschrank und verhungert. Es ist nicht wahr. Es darf nicht wahr sein. Hier, nimm dir den Fertig-Brownie. Was anders hast du nicht verdient, du alter Harlekin, du. 10 Streiche spielen, Level 6 Schelmfähigkeit erreichen. Wie kriegen wir das hin? Sozialaktion, Unfug. Fähigkeitenbücher können direkt im Bücherregal werden. Okay, habe ich jetzt hier schon Schelmbücher? Was ist das? Was sind das hier für Bücher hier? Ist das ein Schelmbuch? Schelmfähigkeit. Uiuiui, Schelmigkeit. Das, was ist lustig, was ist illegal? Lesen. Hat er sein Hausaufgabenbuch dabei? Hat er. Dann könntest du vielleicht deine Zusatzaufgaben danach nochmal machen. Ist ja schon Montag. Bald geht's zur Schule. Wie sieht's eigentlich bei dir aus, Herbert? Ich merke gerade, dass ich Kaffee getrunken habe, weil ich gerade richtig durchdrehe. Uah, und schnell spreche. Uah, Kaffee. Uah. Wir haben eine neue Kaffeemaschine. Juhu. Okay. 8 Stunden bis zur Arbeit für Herbie. 4 Stunden bis zur Arbeit für unsere verrückte Wissenschaftlerin. Er 2 Tage bis zur Arbeit. Sie 24 Stunden bis zur Arbeit. Also ich glaube, wir gehen gleich mal bei der guten Chrissy hier mit. Jetzt müssen wir sie natürlich noch entsprechend vorbereiten. Der Hunger will gestillt sein. Öffnen. Da haben wir hier doch noch eine Asia-Hühnchenpfanne. Die soll genial sein, habe ich gehört. Habe ich gehört, dass die genital sein soll. So, Hunger ist super. Hunger ist superb. Und Level 3 und 3 Karriere erreichen, ja, kann man nochmal nachbessern. Hunger, Energie geht gerade hoch, vielleicht nochmal kurz verwenden und duschen. Und dann müssen wir dich nochmal kurz konzentrieren. Heißt, du könntest hier ganz fix wie nix hier mal... Konzentration war was? Konzentration war Kunst durchsuchen? Web. Recherchieren, Kunst durchsuchen, nee, was war Inspiration? Zimpedia durchsuchen war Konzentration. Hahaha. Okay, sie spielt hier auf dem richtig geilen neuen Klavier. Ich finde das Klavier so genial. Dieses... Okay, sie spielt noch ein bisschen schief, leider. Muss ich leider so sagen, sie spielt ein bisschen schief. Ein kleines bisschen daneben. So, ich stelle mal ein Schlückchen. Hallo, hallo, hallo. Ich trinke noch mal ein Schlückchen von meinem Kaffee. Kleine Momente. Uno momento, por favor. Grande, mit Calzone. Oh, Kaffee. Kaffee ist einfach geil. Wie konnte ich bis zu meinem 24. Lebensjahr keinen Kaffee trinken? Es geht nicht auf meine Kuh. Geht nicht. Das geht nicht auf meine Kuhhaut oder wie auch immer ich das nennen will. Sagen will. Bist du eigentlich schon Level 1 Schüler? Wo hast du das Buch jetzt eigentlich hingelegt? Da. Zum Slablet. Welches Level hast du jetzt bei der Schelmfähigkeit? Bringt dir das überhaupt noch was bei deiner Schelmfähigkeit? Ich glaube nicht bei deiner Schelmfähigkeit. Nee, Level 4, das bringt dir gar nicht mehr so viel, das Buch. Du musst dir so Band 2 kaufen. Kann ich das hier direkt machen? Bücher kaufen. Yay! Guck mal hier. Schelmigkeit, Dingsbums, Blub. Schelmigkeit. Ist noch Alphabet sortiert, ne? O-P-Q-R-S, Schelmigkeit, da. Schelmigkeit, Schelmigkeit 1, Schelmigkeit 2, kaufen. Ist in seinem Inventar, ist in seinem Inventar. Okay, jetzt kann er hier das lesen, nachdem er, ne? Gut. Danach könntest du auch mal vielleicht das Buch weglegen. Wer konnte nochmal alle Bücher aufräumen? War das, warst das du?
die alle Bücher aufräumen könnte? Irgendwer hatte doch hier die Fähigkeit, alle Bücher wegräumen. Nee, leider nicht. Schade, Schokolade. So, wann musst du? Musst ja auch zur Schule. Nee, bist du schon junger Erwachsener oder? Was bist denn du, Madame Schnürschuh? Junge Erwachsene. Junge Erwachsene müssen nicht mehr zur Schule. Nur die beiden Jungs, die müssen noch zur Schule. Hoher Stoffwechsel. Eieiei. Sportbestreben. Eieiei. Grande. Schön. Gut, Audio und Madame. Audio möchte gerne noch einen Bestseller schreiben. Habe ich gehört. Habe ich gehört, dass der noch einen Bestseller schreiben will. So ein Krimi will er schreiben. So, Madame hier. Madame möchte Geld verdienen. Madame möchte aber auch duschen. Die möchte kurz verwenden und hier nochmal baden. Oh, baden. Na, vielleicht nochmal Badezusatz. So ein Rosenblätterbad. So ein Rosenblätterbad ist, glaube ich, ganz süß. Das kann man süß, kann sie sich wohl mal leisten. Was ist hier? 1000 Simoleons verdienen, weil wegen Bestreben herrlich reich. Oi. Oi weh. So. Das sieht gut aus. Hygiene ist voll im Kommen. Ich trinke nochmal ein Stückchen Kaffee. Ich sage euch das damit, um die Kaffeeindustrie anzu. Ich werde nicht gesponsert. Kann mich mir bitte die Kaffeeindustrie sponsern, bitte? Würde gerne mal von der Kaffeeindustrie oder von der Bonbonindustrie gesponsert werden. Oder von der Bierindustrie. Das wären so Sachen, da würde ich gerne mal gesponsert werden. Ne? Süßigkeiten, Kaffee und Bier. Ich glaube, von denen lasse ich mich sponsern. Doch. Gerne. Nur Bier, glaube ich, auf. Ah, ein bisschen schwer Alkohol und Amis klappt nicht so gut zusammen. Kaffee. Fangen wir mit Kaffee an. Oh, Kaffee. So fühle ich mich gerade. Okay, Chrissy ist wach. Chrissy ist voll dabei. Chrissy rennt in Unterwäsche durch die Wohnung. Woohoo! Okay, er ist gelangweilt. Warum? Das Buch ist so langweilig. Amateurstunde. Das Gelangweilen von der Lektüre des Buches in niedrigen Fähigkeitenlevel. Ah, ja. Ich merke das schon. Okay, er ist dabei. Madame hier ist immer noch voll mit Liederschreiben dabei und findet das richtig gut. Finde ich cool. Okay, sie holt sich was zu essen. Setzt sich neben ihren Enkel in Unterwäsche. Ob das eine gute Idee ist, wenn Oma hier in Unterwäsche rumrennt? Oma in Unterwäsche. Uiuiui. Oma in Unterwäsche ist nicht gut. Oma in Unterwäsche. Das ist ihr Enkel. Das passt so überhaupt nicht zusammen. Die ist noch so jung und knackig und. Ei! Heidewitzka! Ab zur Schule. Fix wie nix. Ihr habt die Schule vergessen. Mann, geht das denn? Das geht doch nicht. Das könnt ihr doch nicht machen. Aber sie muss jetzt auch gleich zur Arbeit. Ah, Fußabdrücke im Moor. Traumhafter Name für einen Krimi. Moor ist immer super. Fußabdrücke ist auch immer toll. Ja, gut. Kann man machen. Wann musst du jetzt zur Arbeit? Wie spät? 19 Minuten! In der Zeit kriege ich das alles nicht mehr fertig hier. Okay, wir lassen das hier mal sein. Noch fix Peter durchsuchen. Hunger können wir sein lassen. Komm, schmeiß das Ding in die Ecke und ja, hör auf, daran rumzuriechen, Omi, und mach lieber. Mach lieber schnell. Mach lieber hopp, hopp, hopp. Hopp, galopp. Oh, was möchte Klavier spielen? Weil inspiriert ist. Inspiriert ist nicht gut. Ey, wir müssen dich jetzt hier anders, anderweitig so, ne, weißt du. Hä, okay, kokett. Mitmachen. Hat sich jetzt gerade erledigt. Okay, das hat sich jetzt gerade erledigt mit dem noch fix konzentriert werden. Scheiße. So wird das nichts mit der Beförderung. Nein! Tja, schade, Schokolade. Aber irgendwie hoffe ich mal, dass wir das auch noch irgendwie, doch noch irgendwie gewuppt kriegen. Irgendwie vielleicht. Vielleicht aber auch irgendwie. Lieblingswort dieser Folge. Irgendwie. Juhu. Ja, läuft bei mir, würde ich sagen. Läuft ganz gewaltig. Tech Glitches experimentieren, okay. Funkenschlag-Serum-Mission. Satellitenschüssel verbessern. Ja toll, die Satellitenschüssel ist woanders. Simray bei einem Kollegen benutzen. Funkenschlag-Serum-Mission. Kann ich das hier überhaupt machen? Verdorbenes Serum synthetisieren. Synthetiknahrung, okay. Serum synthetisieren. Funkenschlag-Serum. Kann ich das? Erstens, kann ich das schon? Zweitens, beliebiger, gewöhnlicher Kristall. Ah, Kristall. Cristallo Grande. Okay, bevor du das machst, geh lieber hin und schnapp dir Grabmal nach einem Kristall.
damit wir das Funkenschlag-Serum auch wirklich synthetisieren können. Simray bei Kollegen benutzen, das ist ja nicht so nett, aber das können wir, kann man schon mal machen, ne? Okay, sie ist okay. Sie ist tatsächlich okay. Wir haben Geld bekommen, und zwar Holla die Waldfee viel Geld. Chrissy ist Arbeit. Rechnung! 30.000 Euro Rechnung. Ich glaube, es hackt. Okay, haben wir jetzt ein Kristall. Können wir Funkenschlag-Serum synthetisieren? Funkenschlag-Serum. Funkenschlag-Serum, bitteschön. Synthetisiere es. Hör auf damit. Reicht. Mach Funkenschlag-Serum grande. Schnell. Mach ein Schnell-Serum, dann ist es schnell glücklich. Ist auch schnell Beförderung. So, und jetzt, weil wir es schon kennen, gibt es jetzt hier die randale, schnelle Variante. Ja, wenn dann vielleicht ein Funken schlägt, aber wir randalieren jetzt schon mal schnell. Juhu, Serum gemischt. Okay, jetzt wollen wir hier Simray mal benutzen. Gedankenkontrolle, säubern. Gedankenkontrolle, Outfit ändern, Nachtwäsche. Das größte Problem ist jetzt gerade, dass meine Schüssel zu Hause steht. Gerät erfinden. Kann ich vielleicht nochmal... Satellitenschüssel, es fehlt mir an Metall. Shit. Okay, das war Nummer 1. Madame Schnürschuh, bitte ziehen Sie sich um. Bitte ziehen Sie sich jetzt um. Aus der Ferne mal fix gerät, gesimradiert. Und dich simrasieren wir auch mal kurz mit der Gedankenkontrolle. Voll ausgekleidung mäßig. So, das ist also deine Nachtwäsche. Oh nein, was passiert? Wieso trage ich meine Nachtwäsche? Was ist hier los? Nein! Wie konntest du nur, du blöde Sau? Wie konntest du nur? Das kannst du doch nicht machen. Doch, kann ich. Muhaha. 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 Okay, das hätten wir auch geschafft. Abenteuer. Oh, traumhaft. Rumbasteln. An was denn? Kann ich hier ran rumbasteln? Rumbasteln. Dann basteln wir mal ein bisschen. Ist gut, dass sie sich jetzt konzentriert. So, dann basteln wir hier mal einen Schwung. Rumgebastelt it is. Nach dem Genuss des Reparaturglück-Serums herumbasteln. Okay, Serum synthetisieren. Reparaturglück. Reparaturglück. Serum ist jetzt noch nicht getestet. Jetzt ist das ein Reparaturglück-Serum. Okay, da ist es doch. Wo ist es jetzt hier? Funkenschlag. Und das hier ist Reparaturglück. Trink das Serum, Madame. Wieso gehst du jetzt nach oben, um das Serum zu trinken? Musst du dafür sitzen? Muss man sitzen, um ein Serum zu trinken? Macht das Sinn? In einer Art und Weise? Vielleicht? Oh, da sitzen die beiden Kollegen und unterhalten sich über die Dame, die hier in der Nachtwäsche rumrennt. Oh, das ist voll blöd, ey. Voll blöde Kuhne. Reparaturglück. Okay. Jetzt sind wir hier reparaturglücklich und dann können wir ein bisschen rumbasteln. Muhaha, okay. Fix wie nix. Da kommt Mutti angerannt. Okay, Buckingham Oberschule ist super. 1 hinaus. Okay, 1 ist garantiert. Okay, rumgebastelt. Idees. Als nächstes Kunststück. Kunststück betrachten? Wollen wir ein Kunststück? Ansehen? Vielleicht? Ist das ein Kunststück? Anscheinend ist das ein Kunststück. Vielleicht? Ja, es ist. Okay. Als nächstes putzen lassen. Okay, Madame, please putzen. Säubern. Säubere, du Sau. Flappy Fläumer Ding Dong. Los, mach sauber. Blöde Kuh. Wie ist hier? Dieser Sim bringt so viel Spaß. Nach Genuss von Funkenschlagserum Rumpfbeugen machen. Funkenschlagserum trinken und dann hier. Dann mach doch mal Rumpfbeugen. Wie kann ich Rumpfbeugen machen? Rumpfbeugen machen? Ja, wie kann ich denn Rumpfbeugen machen?
hier hingehen. Und jetzt? Outfit ändern? Nein, ich will Rumpfbeugen machen. Wie kann ich einen Rumpfbeugen machen? Heilige Scheiße, wie geht das? Hier hin teleportieren. Nein, ich kann keine Rumpfbeugen machen. Ich werde hier nicht befördert. Okay, sie teleportiert sich mal kurz hier rüber. Wieso kann ich hier keine Rumpfbeugen machen? Why on God's Earth ist das nicht möglich? Okay, teleportiert it is. Ja, Telefon geht gerade nicht. Ich würde jetzt gerne Rumpfbeugen machen, geht aber nicht. Shit! Hingehen, hier teleportieren. Hier kann ich auch nicht irgendwie Rumpfbeugen machen oder so. Schweres Gewicht heben, teleportieren, gehen. Nein, ich kann keine Rumpfbeugen machen. Scheiße, ja, die kann ich aber auch nicht machen. Shit! Klicke auf den Boden und wähle Rumpfbeugen machen. Das kann ich aber nicht. Das geht nicht. Manu. Ich kann keine Rumpfbeugen machen, weil das nicht geht. Ich klicke auf den Boden und kann nur hier hingehen. Kann ich Rumpfbeugen machen. Das kostet mich jetzt meine Beförderung. Ich glaube, es hackt. Ich kann hier nirgendwo Rumpfbeugen machen, oder? Nicht, dass ich wüsste. Kann es sein, dass es am Teleportieren liegt, weil sie sich teleportieren kann? Dass sie deshalb keine Rumpfbeugen machen kann oder weil sie selbstsicher ist oder so? Nee, aber wieso sollte das... Ach Mann, ich will doch befördert werden, das ist unfair. Die Satellitenschüssel steht zu Hause, ich muss die mal einpacken. Ich muss die dringend mal einpacken hier. Ach, scheiße, ey. Okay, was machen wir jetzt noch mit dem angefangenen Tag? Ja, dann müssen wir wohl hier irgendwie... Ach komm, dann mach noch ein bisschen Training hier. Arbeitstag endet bald, jawohl. Komm, dann darfst du hier noch ein bisschen boxen. Ist auch nicht schlecht. Kann man auch mal machen. Es gibt, wenn man schon mal auf Arbeit ist und so, dann kann man die Zeit auch mal sinnvoll nutzen, nicht wahr? Komm. Kann ich jetzt hier Rumpfbeugen machen? Immer noch nicht. Mann! Ich hatte gehofft, dass ich jetzt vielleicht durch dieses Outfit oder so, dass es da besser wird. Aber nee, ist nicht. Ist nicht wegen Feldaus. Ja, Schicht beendet. Es ist voll schade. Na gut. Wir machen jetzt hier erstmal eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play The Sims 4. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.